Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe mich endlich mal überwunden. Und zwar, ja, Journaling. Und ich habe in meinen Videos ja schon erwähnt, dass ich Bullet Journal schreibe, das eigentlich kein Bullet Journal ist, wenn man sich an die Vorgaben eines Bullet Journals hält. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich mal ein Video darüber machen will, aber habe diese Motivation eben die ganze Zeit noch nicht gehabt. So, ja, auf jeden Fall habe ich gestern mal bei Sarah Rex vorbeigeguckt und sie hat mich da so ein bisschen motiviert. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich halt da mal jetzt da. Ihr seht schon, das ist ein Leuchtturm und ich liebe Leuchtturm. Ja, fangen wir mal von vorne an. Ja, gut, das Licht ist ja heute wieder grandios, ja. Ja, naja, besser geht's nicht. Ist halt jetzt mal so. Also, und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar hat mich das interessiert und da habe ich natürlich YouTube unsicher gemacht und habe halt alle möglichen Videos geguckt und ja, was man da macht, was man dazu braucht, wie das gehandhabt wird und wie das funktioniert. Und ja, da habe ich mich halt dann, das war vor 4 Jahren oder was, habe ich mich so mal ein bisschen schlau geguckt und schlau gelesen. Und es gibt ja so viele verschiedene Bullet Journals. Ach, da habe ich mir gedacht, nee. Ich will dies nicht, ich will das nicht. Und nein, und ach, und man kann ja mittlerweile auch überall diese Bullet Journals kaufen. Ne? Es gibt es ja überall, aber das war alles nicht gut genug für mich. Ich wollte das alles in einem haben. So, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar ist das Leuchtturm. Die sind zwar nicht günstig, also die kosten, ich kaufe die mir immer so, ich kriege immer eine E-Mail. Bei Papierfischer hole ich mir die immer. Im Juli oder so kriege ich immer eine E-Mail, dass die wieder vorrätig sind und dann hole ich es mir gleich. Ne? Also, und zwar fangen wir jetzt gleich mal an. Das tun wir jetzt erstmal weg. Das zeige ich gleich. Und zwar habe ich 21 voll. 22 voll, 23 in Bearbeitung und 24 ganz frisch, ganz jung. Oh, ich freue mich da immer. Also ich freue mich immer, wenn ich sowas bekomme. Auf jeden Fall bin ich ganz stolz auf meine Journals. Also drei Stück, drei Stück. So, und zwar fangen wir mal an. Ich kaufe mir immer die B5-Komposition. Die hat alles, was man braucht. Ich zeige es euch jetzt mal. Es gibt ja auch noch DIN A4, DIN A5. Ich habe die B5. Das ist so ein, ja, halt kein DIN A4 und kein DIN A5. Nee, es ist B5. Ja, so. So, ich zeige es euch mal. Und zwar, das ist jetzt, oh, das sieht man gar nicht richtig, ne? So, da haben wir hier erstmal was sind das? Lauter Zettels, die man nicht braucht. Ja, da wird das so die Geschichte vom Leuchtturm, also diese Marke wird hier erläutert, welche Größen es gibt. Es gibt auch liniert, punktiert heißt es, glaube ich, punktiert heißt es punktiert, gepunktet, ja. Und liniert gibt es, ja. Genau, und es sind Seiten, also ja, ich mache es jetzt einfach mal auf, dieses Gestammel da. So, das machen wir jetzt mal hier weg.
So, und zwar, oh, es ist schön. Also ich bin da ganz begeistert. Also wenn mir was Freude macht, da kann ich echt im Jubel schreien. So, und zwar die erste Seite, die ihr hier seht, das sind immer die Monate. Und es fängt an bei Januar. Ich zeige euch gleich mal zum Gegensatz, wie ich das. Oder mache ich das so? Ich weiß gar nicht. Ich habe wieder gar nichts vorbereitet. So, zeige ich euch, was ich mit den Monaten mache immer. Ich kreise die, das muss ich mal wegdrücken, weghalten. Ich kreise das immer ein, wenn ich arbeite. Na, das sieht man schon, da hatte ich Urlaub. Ja, ich kreise das immer ein, wann ich arbeiten muss. Genau, das ist dann fürs ganze Jahr. Das kann man auch, da kann man auch sich was anderes einfallen lassen. Na so, meinetwegen, heute habe ich gestickt, mach mal einen Kringel. Heute habe ich geperlt, mach mal einen Kringel, eventuell in einer anderen Farbe oder so. Also das ist jetzt, hat mit den Farben jetzt hier nichts zu tun. Ich hatte nur keine anderen Stifte. Genau, da können wir ja mal gucken, was ich da 2022 gemacht habe. Das zeige ich euch noch nicht. So, da habe ich auch gekringelt. Das war allerdings ein anderer. Das war ein anderer Hintergrund, was ich da markiert habe. Kreis ist immer. Ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und das Kreuz, dann habe ich das halt da unten drunter geschrieben. Ja, das war ein anderer Hintergrund. Genau, da unten ist, habe ich sogar vergessen zu markieren. So, dann haben wir nochmal also dann haben wir 2004, da haben sie aber was geändert, das habe ich im anderen nicht. Ach so, das ist jetzt noch 2023, genau. Da kommen dann 24 und da kommt 25. Da haben sie aber trotzdem was geändert. Da muss ich nachher mal gucken. So, dann haben wir hier die Monate noch mal nach unten durchweg. Das geht dann. Moment mal, da muss ich jetzt mal. Ja, genau. Und da sind die Monate eben größer in einer Spalte. Und da habe ich damals, zeige ich euch das auch. So. Da habe ich zum Beispiel immer das ist jetzt meine Stickseiten. Also das brauche ich immer für meine Sticksachen. Da oben habe ich immer, der braune Punkt ist Aveline. Dann habe ich habe ich geperlt mit der Ursula in Orange. Die Elfe war dann rosa. Das war damals noch mein Drache. Der hieß Ares. Den hatte ich blau gemacht. Genau. Dann war es so, dann habe ich ja immer die Stiche im Pattern Keeper gehabt. Und jeden Abend, wenn ich es weggepackt habe oder an dem Tag, wo ich es weggepackt habe, habe ich das dann aufgeschrieben. Da habe ich dann zwischendurch mal die Ursula gemacht. Da habe ich ganz lang an der Aveline gearbeitet, letztes Jahr im Januar. Dann zwischendurch kam mal, wer war das? Die Elfe, ne, die habe ich dann auch mal gemacht. Und dann der Ares zwischendurch an den Dingern, da habe ich kleine Sticker zwischendurch drin gemacht. Da habe ich immer gar nichts, da habe ich keine Lust gehabt oder keine Zeit. Ne? Genau, da habe ich ein bisschen. Da hatte ich dann keine Zeit. Da habe ich dann vergessen aufzuschreiben. Genau. Und das habe ich immer, da ging es dann. Das war dann, was war das? Das war Januar, Februar, März. Also es ist immer spaltmäßig, ne? Spaltenmäßig. Genau. April, Mai, Juni.
Da ging es dann da weiter. Dann, genau, da habe ich dann zum Beispiel ein, der Ares war dann fertig. Der war dann fertig am 21. August. War der Ares fertig. Genau. Und da ist halt ein bisschen was drunter und drüber gegangen, irgendwie so, ne? Da hatte ich dann die Zwerge. Was waren denn die Zwerge? Hä? Die Zwerge? Die Juna habe ich mittlerweile auch fertig. Genau, da habe ich dann hier die Juna war grün, genau. Da hatte ich dann die Juna gestickt. Genau, und so habe ich das immer gehandhabt. Genau, da habe ich dann noch meine Stunden. Moment, dann für habe ich zwar das geändert da oben, das wäre dann 23. Und da habe ich dann meine Stunden, Arbeitsstunden aufgeschrieben. Da habe ich aber, das habe ich dann wieder weggelassen. Das wollte ich nicht. So, dann kommt dann, genau, das ist jetzt bis 2024. Und dann fängt 2025 an, nochmal in zu spalten ein ganzes Jahr. Da könnt ihr, ach, was weiß ich, ihr könnt ja da oben hier diese Zahl einfach umändern und könnt das auch nutzen. Also ist ja dann nicht schlimm. So, hier stehen dann nochmal die ganzen Feiertage und alles. Da stehen, ja, hier stehen die internationalen Feiertage. So, und jetzt kommen wir zu was, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Das ist ein Projektplaner. Genau, da kann man dann das Projekt reinschreiben. Zu scharf. Upsala. Und dann hat man hier von 1 bis 30 oder 31. Also das ist ein ganzer Monat. Dann zeige ich euch mal, wie ich das letztes Jahr gehandhabt habe. Wo ist es? So, da habe ich dann meine, also ich schreibe da ausschließlich nur die Heads rein, na, weil, ja, so, da habe ich meine Heads aufgelistet, ja, obwohl die Elfe hatte ich mit drinne. Genau, da habe ich ganz viel, ich markiere das dann immer, dass ich, da habe ich dann immer die Aveline gestickt und da habe ich dann mal die Elfe im Wald gestickt. Und zum Schluss schreibe ich dann auch noch, wie oft, und schreibe dann die Gesamtzahl hier in die Mitte rein. Also zweimal habe ich, warte mal, oh, da habe ich die Ursula geperlt. Da war die Ursula noch dabei. Die Clara hat es auch ein Stickbild. Das ist der mystische Wald mit der Eule. Ja, aber ihr seht, da habe ich dann mal da was weggelassen. Da habe ich dann die Mutter Natur dazu gepackt. Da habe ich einen Gnom dazu gepackt. Warum, weiß ich auch nicht. Da habe ich einmal dran gestickt. Den habe ich dann da wieder weggelassen. Ja, also es ist so ein. Da habe ich die Juna drin. Da ist die Willow zum Beispiel schon drin. Letztes Jahr. Da hatte ich die Willow mit reingeholt. Da auch die Willow. Und ja, da habe ich wieder die Zwerge. Was waren denn die Zwerge? Einmal habe ich an denen gestickt. Am 4. Dezember. Ja, also wie ihr seht, das habe ich auch 2021 schon so gehandhabt. Da meine ganzen Stiche immer. Da, das habe ich damals, war das ja mein erstes, da hatte ich das noch so gemacht. Ja, warum weiß ich nicht. Ja, und an den Tagen mit den Kreuzen habe ich nicht gestickt. Das habe ich dann auch weggelassen. Da war noch der Tiger. Ich habe den Tiger von Tokarewa noch. Der Tiger im Wasser habe ich auch noch als Perlenbild. Ja, da habe ich ihn dann dazu geholt. Da habe ich ein bisschen Platz gebraucht, aber habe ihn dann auch nicht gestickt. Ne? Also von daher, ja. Also ich habe das jedes Jahr, habe ich diesen Projektplaner immer weitergeführt. Ne? Jedes Jahr. So, genau.
So, dann machen wir mal weiter. Projektplaner, der geht von Januar bis Dezember 24 und dann habt ihr noch mal 25. Also wie gesagt, ihr könnt, ja, das kann ich natürlich machen dann, dass ich da auch 24 hinschreibe. Aber da ändern sich ja die Tage. Ich weiß nicht, das wäre dann nicht so relevant, glaube ich. Nö, das kann man ja handhaben, wie man möchte. So, und jetzt kommen die nochmal die Monate. Aber auch wieder anders, und zwar immer hier in Quadraten, dass man da immer was schön, da kann man immer was reinschreiben dann. Genau. Letztes Jahr war es so, ja, das ist jetzt was, das kann ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich habe halt immer reingeschrieben, wenn ich was gekauft habe, wenn ich was bestellt habe, wenn ich Frühschicht hatte, wenn ich irgendwas gemacht habe, was jetzt wichtig war, meinetwegen, es kam eine Bestellung, meinetwegen, ich habe gerade bei Stickteufelchen was bestellt, dann schreibe ich hier, habe ich hier immer reingeschrieben, Bestellung Stickteufelchen, Zahlung per PayPal, und dann, genau, und das war's. Und dann, wenn es halt dann ankommt. Stickteufelchenbestellung kam an. So habe ich es dann immer gemacht. Und ich habe das dann halt auch immer ein bisschen verschönert. Die Tage, wo ich halt was, ja, was kann man da zeigen? Na, das kann man auch nicht, das kann man auch nicht zeigen, das kann man alles nicht zeigen. Moment mal, vielleicht kann ich im Neuen was zeigen. Das zeige ich euch auch alles gleich noch. Da, ganz schnell, habe ich halt dann bemalt. Na, so habe ich es gemacht. So, da habt ihr jetzt jeden Monat. Eigentlich gehen ja diese Journals immer bis November. Warte mal, an welchem Kalender ist es bis November? Vielleicht haben sie das auch geändert. Nee, das haben sie nicht geändert. Ich weiß jetzt nicht, welcher Kalender bis November nur geht. Nee, auf jeden Fall, irgendwas war da, da war es nur bis November geht. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So, auf jeden Fall ist es von Januar bis Dezember, wie ihr seht. Können da ganz viel eintragen. War das das? Dezember? Nee, und dann habt ihr nochmal Januar 25 und Februar 25 dabei. Ich mache das dann immer so, wenn ich im Dezember irgendeinen Termin mache fürs nächste Jahr, dann trage ich die Termine Januar, Februar dann ein fürs nächste Jahr. Ne? Genau. So, und dann fängt hier ein Inhaltsverzeichnis an. Das habe ich im ersten, wo ist das erste? 22, 21. Mal gleich mal gucken. Ich zeige es euch. Da habe ich ein Inhaltsverzeichnis gemacht. Ich habe sowieso in dem ersten Journal vieles anders gemacht, als wie ich es dann im zweiten weitergeführt habe, weil es hat sich so viel geändert und wie gesagt, ich bin nicht eine, die nach Struktur arbeitet. Ich meine, ja, ich weiß, ich kenne meinen Ablauf, den mache ich dann und aber das da, dazu kommen wir dann gleich. Genau, und dann, da habe ich jetzt zum Beispiel im Jahr 2022, was habe ich denn damit dann gemacht? Da habe ich auch wieder was anderes gemacht. Da habe ich zum Beispiel meinen Puls gemessen, meinen Blutdruck. Jeden Tag, jeden Abend Blutdruck gemessen. Und habe dann den dann hier eingetragen. Ich war mal so ein bisschen neugierig, ja, wie so meine Gesundheit, ne? Genau, wie es um die steht. Und Moment mal, war das ja. Das ist aber auch nur bis Oktober ging das. Bis Oktober
November, Dezember habe ich gar nicht. So, genau, das kann man ja umändern, da kann man auch was anderes drauf machen. So, und dann fangen jetzt hier ganz viele Seiten an, wo ihr eure Kreativität freien Lauf lassen könnt. Entschuldigung. Und es sind genau 100, ich kann es nicht lesen, 136 Seiten. Da könnt ihr alles Mögliche reinmachen, was ihr wollt. Genau, und ich liebe dieses Journal. Genau, und jetzt erkläre ich mal so, ich zeige es euch auch ein bisschen, wie ich das verändert habe. Es ist ja so, dass beim Bullet Journaling plant man seine Woche, seine komplette Woche im Voraus. Am besten Sonntag setzt man sich hin, macht für die komplette Woche einen Plan. Und für jedes, das habe ich, glaube ich, im ersten noch richtig aufgetüttelt. Ja, ich zeig's mal. Wo habe ich denn das hin? Das habe ich ganz hinten hingebappt. Gibt es beim Bullet Journaling solche Keys? Die habe ich mir da aufgeschrieben. Der Punkt ist für Aufgaben, das Kreuz für erledigt, der Pfeil für verschoben. Dann dieses runde Teil, ein Termin, Notiz wichtig und dann waren halt noch, habe ich halt noch andere Sachen eingetragen. Genau. Und das sind eigentlich dann die Hauptbestandteile eines Bullet Journals. Mal gucken. Nee, ich zeige euch erstmal, was ich da. Ich bin ja da eskaliert, ne? In meinem ersten Journal bin ich voll eskaliert. Eieieiei. Ich habe hier gemalt wie ein Weltmeister. Das kann ich euch ja zeigen. Das ist nicht so schlimm. Ich kann absolut nicht malen. Ich bin Kindergartenkind im Malbereich, also da null, ne? So, und zwar habe ich hier ein Sleeplock gemacht. Also da war ich noch voll motiviert und habe hier, also schaut mal, was ich mir da für Mühe gegeben habe. Das war ja, das ist ja nicht auszahlen, ne? Ich habe es aber nur zwei bis zum dritten gemacht. Ja, ich glaube, das ist, wie lange ich da geschlafen habe. Von 23, nee, warte mal, 23 Uhr. Was? Ich habe doch nicht bis 10 Uhr Mittag geschlafen. Vormittags gibt es doch gar nicht. So lange schlafe ich doch nie. Und da von 24 Uhr bis 7 Uhr. Ja, das kommt schon eher hin. Aber 8 Stunden, da habe ich 12 Stunden geschlafen. Nicht. Nee. Da war bestimmt eine Pause dazwischen. Auf jeden Fall habe ich mir da extrem viel Mühe gegeben. Und ja. So, dann habe ich hier mir ein Cash-Ding gemacht. Das ist Trinkgeld gewesen. Trinkgeld und Pfand. Ja, weil, genau, Trinkgeld und Pfand habe ich mir da so eine Spalte gemacht. Da habe ich dann zum Schluss, am Ende des Monats, habe ich das dann kalkuliert und habe das dann also zusammengerechnet und ja, das kam dann aufs Sparbuch. Genau, und dann habe ich die zweite Spalte, ist dann, ach, da habe ich, guckte mal dahin, da habe ich mir die Mühe gemacht und hab das dahin gemalt. Nee, ne, das ist vom Vormonat gewesen. Und das war dann mit dem zusammen. Glaube ich. Ja, glaub. Ja, denk schon. So, und da habe ich Mülltonnen hingemalt, weil ich hier die Tonnen aufgeschrieben habe, wann der Müll abgeholt wird. Also ihr könnt euch da echt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. So, genau, da unten steht dann Restmüll. Papiermüll, Plastik und Bio. Na, dass dann auch jeder weiß. Ich meine, ich bin ja die Einzige, die mein Journal liest, aber es muss ja jeder wissen, was was heißt, ne? Also, ja.
Ach, Gottelinne. So, dann habe ich hier das, was ich muss ja Kavi Woche 44, was reinkam, also was ich gekauft habe und was rausging, also was ich Eierkocher habe ich weggeschmissen. Hä? Feuchtes Klopapier habe ich weggeschmissen? Was? 25, 19 Blumentöpfe habe ich weggeschmissen. Das ging weg. So, und das ging, kam rein. Da habe ich Topfpflanze gekauft, Löffelset. Ja, das war jetzt, das ist jetzt hier, das habe ich dann aber auch wieder gelassen. Da unten habe ich jetzt eine Liste gemacht, KW 4445, was ich kreativ. Ich habe hier so eine, kennt ihr die Stachelmatten? Das sind so Matten mit so Stacheln dran. Da legt man sich halbe Stunde drauf. Also wie so ein Fakir. Auf jeden Fall ist das richtig, richtig entspannend. Das ist, ja. Und da habe ich dann eingetragen von Sonntag bis Sonntag. Wann ich das gemacht habe. Also ich war kreativ, war ich jeden Tag außer Montag, Mittwoch und Freitag. Die Stachelmatte, da war ich nicht so oft drauf gelegen, ne? Ja, dann habe ich mal 3 Tage in dem Monat, also in dem, das ist ja ein kompletter Monat. Nee, ist kein Monat, ist eine Woche. Tanja! Habe ich in der Woche nur dreimal Fleisch, kein Fleisch gegessen. Wasser, 2 Liter. Vitamine habe ich da jeden Tag. Süßigkeiten habe ich auch. Keine Süßigkeiten. Keine Süßigkeiten. Das heißt, ich hatte die ganze Woche über Süßigkeiten. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist es wieder eine andere Tabelle. So, und dann habe ich, ja, Fluppis. Ich bin ja Raucher und da wollte ich halt auch ein bisschen so den Überblick behalten und habe hier auch wieder gemalt wie ein Weltmeister. Ist auch wieder wöchentlich. Habe ich aber auch leider nichts eingetragen. Also die Vorfreude zum Malen war klasse, aber nö. So, dann habe ich meinen Stromverbrauch. Hab ich eingetragen. Das war, was am Ende des Jahres rauskam, im Dezember. Das war ja jetzt war das 21, genau. Dieser Zählerstand wird dann wieder mit ins nächste Jahr genommen. Also den habe ich dann im Jahr 2022, dann bei Januar. Weil das mache ich jedes Jahr, ne? Also ich gucke immer, dass ich das immer eintrage. Jeden 31. oder 30. trage ich das dann immer ein. Das war ich der erste, das stimmt nicht. Das habe ich immer einen Tag vor dem ersten gemacht. So, und dann ja, habe ich immer eingetragen, was gekocht wurde bei uns. Das hat immer mein Ex gemacht, der hat immer gekocht, ich musste ja nichts kochen. So, dann fängt es schon an, dass ich halt meine Monatshauptzeiten immer gestaltet habe. Da habe ich, hole ich jeden Monat, wenn der Monat neu anfängt, habe ich im Keller so eine Riesenkiste mit lauter noch Bildern. Also die hat man ja heutzutage nicht mehr. Und da lange ich einmal rein und ziehe eben eins raus. Ne? Das war ich übrigens. Da war ich 25 oder so. Da war ich noch jung und knackelig. So, und dann, ich bin ja ein Traumaufschreibemensch. Ich schreibe meine Träume auf. Na? Ich analysiere die auch. Die sehen aber mittlerweile auch anders aus. So, und jetzt kommen wir mal zu meiner geplanten, wo ich immer geplant habe, meine Tage. Na? Ach so, das ist nix.
Ja. Ich habe dann immer nach diesen Symbolen habe ich immer alles eingetragen. Also ich habe die komplette Woche habe ich geplant und habe sehr viel immer verschoben. Warum habe ich denn da nur 8 Tage? Ja, da habe ich wieder geträumt. Das muss man dann auch noch aufschreiben. Da habe ich auch wieder geträumt. Da fängt dann der November an. Nee, das war der November. Ja, jetzt im Moment mache ich das natürlich anders. Ja, genau. Da habe ich immer alles verschoben. Ich habe immer Pfeile drin, lauter Pfeile. Guckt, es werden immer mehr Pfeile. Da wollte ich eigentlich das Bad putzen und Autowaschhalle. Das Auto in die Waschhalle fahren. Habe ich aber nicht gemacht und deswegen habe ich es verschoben. Der Pfeil ist immer verschoben. Da drüben, da haben wir verschoben. Das haben wir alles verschoben. Da haben wir verschoben. Ja. Nee. Ganz ehrlich. Freunde der Nacht. Nein, nein. Das habe ich dann auch so gestaltet. Ich mache da jetzt hier einfach mal Blätter mal durch. Einfach mal schnell. Da habe ich wieder geträumt. Das sieht auch viel schöner aus mittlerweile. Ich habe dann angefangen und habe ab. Wo waren das jetzt? Ja, ich habe dann ab Dezember, da habe ich dann auch eine ganz andere Struktur gehabt, habe das anders, wie nennt man die denn? Da gibt es so einen bestimmten Namen für diese Tabellen. Also für jeden Monat dann halt wieder na, Trinkgeld, Pfand, Abfalleimer, ja. So, und das, ja, und wo ich halt Platz habe, habe ich halt geklebt. Geklebt. Genau, und da habe ich jetzt angefangen und habe meine Seiten anders gestaltet. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist dann zu privat, aber ich habe angefangen, die Pfeile, die Kreuze, die Kreise, alles wegzulassen. Ich bin nämlich ein sehr sprunghafter Mensch und ich kann einfach nicht planen. Ich fühle mich dann unter Druck, wenn ich plane. Ja, Druck würde ich es jetzt auch wieder nicht nennen, aber ach, ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt. Nee, und so bin ich nicht. Da war ich in Irland, da musste ich mal kurz, das so kann ich es euch zeigen. Nee, ich kann einfach planen, ist für mich ein Tag planen ganz grausam. Also ich bin eher so, ich mache jetzt das, das und das, ne? Und das nicht. Ja, so ist mein Tag. Und da ja, machen wir es halt dann mal morgen, wenn ja, jetzt nicht und morgen vielleicht auch nicht. Also ich, nee, ich kann das einfach nicht. Und dann habe ich angefangen, dass ich eben die Seiten, also das ist immer 2, 4, 6, 7 Tage, habe ich immer gemacht, die Woche. Und meinetwegen am Montag, den 2.3., habe ich mich dann abends hingesetzt und habe aufgeschrieben, was ich an dem Tag gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht geplant, sondern ich habe aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Das heißt, meinetwegen erster Stichpunkt Frühschicht, zweiter Stichpunkt Telekom angerufen. Dritter Stichpunkt Wäsche. Vierter Stichpunkt Bude gesaugt. Keine Ahnung. Na, also das, was ich aktuell, sagt man da aktuell dazu, was ich gemacht habe, ne, habe ich dann aufgeschrieben. Genau, und das zieht sich eben fürs ganze Jahr hindurch. Ne? Und ja, ich mache das jetzt im
bin jetzt im dritten Jahr, 21, 22, 23. Da habe ich auch. Ich bin da dem treu geblieben. Ich habe allerdings die ganzen komischen Tabellen weggelassen. Dieses, was ich euch vorhin gezeigt habe mit dem Trinkgeld, mit dem, was in dem Monat, was gekocht wurde, das habe ich alles weggelassen. Also, nee, das habe ich 2022 schon alles weggelassen. So, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel die Projekte, an denen ich sticke, habe ich so ein, das ist jetzt Mutter Natur, das ist das Perlenbild. Da habe ich von Januar bis Dezember, habe ich hier immer, das ist vielleicht jetzt auch blöd erklärt, zum Beispiel Mutter Natur ist jetzt die Grün. Da habe ich zum Beispiel im April 1680 Perlen gesetzt und die habe ich auch hier eingetragen. Genau. Und dann am Ende des Jahres habe ich die Perlen zusammengezählt. Nee, das waren jetzt die von 2021. Waren das so viele Perlen? Die habe ich übernommen von 2021. Zusammengezählt habe ich sie dann da. Ich habe insgesamt im Jahr 2022 habe ich 4.760 Perlen an der Mutter Natur gesetzt. Genau. So, das war jetzt 22 und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, ich habe 23, habe ich, glaube ich, die Mutter Natur gar nicht mit rüber geholt. Ich habe nur meine Heads. Wo ich dazu sagen muss, dass ich ganz hinten dann wollte ich eigentlich noch die hier 240 und da fehlt jetzt noch die Bixi habe ich noch nicht eingetragen. Die mache ich dann hier auch noch. Willow habe ich jetzt hier ja bald ein Finish und wenn ich hier ein Finish habe, dann das wird ja jetzt hier bald passieren. Das muss ich. Ach Gott, hatte ich die Willow schon lange nicht mehr gestickt? Seit Juni? Seit Juni habe ich die Willow nicht mehr gestickt. Die Willow ist lila. Mai, Juni, Juli. Ja, ich habe jetzt erst wieder hier die Willow gestickt. Ja, habe ich euch ja gesagt, dass ich die 20% voll mache und wir haben jetzt noch 1,2% und ich werde mich jetzt am Wochenende sowieso melden zum Update. Genau, das ist jetzt hier das Jahr 2023 und da habe ich eben, Moment, das kann ich euch alles zeigen, genau. Ja, da muss ich mal schnell machen. Ne? Das ist dann wieder mein Strom. Und wenn ich jetzt hier in meiner Stromtabelle, also die kommt jedes Jahr mit. Entschuldigung. Dann gucke ich immer die Grün. Zum Beispiel im September letztes Jahr hatte ich 225 Kilowatt. Und dieses Jahr im September nur 207. Das heißt, ich war besser, ne? Viel besser. Und alles Grüne ist ja natürlich besser gewesen. Ne? Genau. Und dann fängt es halt an mit dem. Dieses Jahr bin ich nicht so viel mit der Kleberei, ne? Und mit der Malerei. Zum Beispiel jetzt ist es so, dass ich jetzt hier überhaupt nichts geklebt habe. Da habe ich auch nichts geklebt. Da, das ist jetzt die aktuelle Woche, da habe ich auch nicht viel gemacht und geklebt auch schon mal gar nichts. Das mache ich dann. Oh Gott, ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Dass ich mich mal hinsetze einen Abend, umgebe mich komplett mit Stickern und Washi-Tape und Papier und mach und tu und
Ja, da hatte ich noch, da habe ich noch den Tiger und der Ares ist ja finished da. Ares finished. Ja, dann setze ich mich einen Abend hin und bombardiere, klebe mir dieses Journal voll und ja, das mache ich dann so jede Woche einmal oder so, dann mache ich den Rest. Da habe ich noch die Ursula. Das war jetzt 2022. An der Clara habe ich überhaupt nicht gestickt in 2022. Ein bisschen schade. Ganz hinten drin habe ich zum Beispiel da habe ich noch mal die Juna und die Willow. Da habe ich ja, wann habe ich da gar nicht? Habe ich gar nicht, siehst du? Die Juna habe ich im September 22 angefangen. Genau. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich das Journal im Jahr 2021 nochmal angucken. Da habe ich meine ganzen Visitenkarten da hinten reingeklebt. Hier hinten ist dann so ein Täschchen. Da habe ich dann ab und zu mal so Zeitungsausschnitte und so, die schneide ich mir dann mal aus, wenn sie mir gefallen. Und danach, ja, so wie es aussieht schon. Die Aveline im Dezember. Ja, da habe ich ganz viel Aveline gestickt. Ganz viel. Ja. Ja, da könnt ihr mich mal loben. Alles Rosane ist die Elfe im Wald, ne? Also, da habe ich natürlich zugelegt, ne? Und genau, und da habe ich dann auch Sticker. Ich habe noch kartonweise in meinem Zimmerchen meine Sticker und Papiere liegen. Genau, da fehlt jetzt noch die Bixi, die ich da noch eintragen werde. Und ich habe jetzt bis Dezember eigentlich, oh, was ist denn da passiert? Bis Dezember eigentlich noch ziemlich viel Papier übrig. Geträumt habe ich auch eigentlich nicht so viel, aber ja, das ist jetzt so hier mein Journaling. Wie gesagt, dieses Strukturierte und dieses ich plane meine Woche, das kann ich nicht. Das ist nichts für mich. Und ich komme damit wunderbar klar, einfach nur abends mich hinzusetzen und zu reflektieren, wie mein Tag so war, was ich gemacht habe und woran ich Spaß hatte und das einfach dann stichpunktartig dann aufzuschreiben. Ja, ich konnte euch hiermit vielleicht auch ein bisschen so inspirieren, vielleicht auch ein Journal zu führen. Also es ist schon Arbeit. Es gab auch Tage, da habe ich es verpeilt. Da habe ich es abends dann komplett vergessen. Ja, ich konnte dann aber, weil es nur ein Tag war, dann für einen Tag zurückreflektieren. Also es ist jetzt nicht so schlimm gewesen, ne? Außer die Stiche, die konnte ich halt dann nicht aufschreiben. Aber das macht mir Spaß, das mache ich halt. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, irgendwie so für euch Journals zu führen. Und vielleicht konnte ich euch da so ein bisschen mitreißen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall immer machen. Ja, wie ihr seht, ich brauchte ein bisschen Farbe in meinem Leben. Ja, und ja, das war jetzt das Video für heute. Wird jetzt nicht jeden interessieren, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal. Und weil ich es ja auch angekündigt hatte, ne? Ja, dann macht man das schon. So.
Ja, das ging wahrscheinlich für euch schon wieder alles viel zu schnell, aber ja, ihr könnt ja dann mal Pause drücken oder so. Ja. So, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt die Tage ein Update-Video. Das kommt dann und morgen habe ich erstmal eine kleine Magenspiegelung und ja, ich weiß nicht, wie ich die verkraften werde. Wahrscheinlich ganz gut. Ich habe da jetzt vor 7 Jahren die letzte gehabt, die war auch ganz gut. Da war auch am Tag danach nicht viel. Das Einzige, was für mich schlimm ist, ist früh aufzustehen und ich darf keinen Kaffee trinken. Ja, das schaffe ich auch, aber es ist halt, ja, es ist halt Gewohnheit und ja, manchmal ist es schwierig, aus irgendwelchen Gewohnheitsmustern auszubrechen und dann wird mir morgen früh der Kaffee fehlen. Da darf mich dann erstmal keiner ansprechen, ne? Ja, genau. Also, das habe ich morgen und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich je nachdem am Samstag oder Sonntag, je nachdem, ja, wie weit ich komme. Und was geplant ist jetzt die Tage. Na? Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und genießt den Rest. Happy Stitching und danke Sarah nochmal für die Inspiration und die Motivation, mal ein Video darüber zu machen. Ja, jetzt habe ich das auch erledigt. Ja, das kann ich dann heute auch in mein Journal eintragen. Ne, dass ich ein Video gemacht habe übers Journaling. Ja, wieder ein Stichpunkt dabei. Ne? Ja, gut, ich freue mich und wir sehen uns und ja, bis dann, passt auf euch auf.